Hallo moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mitten in der Halle, beim Saufen. What else? Wir sind eine Schildmaid. So, zunächst reden wir mal mit dem König, bevor wir zu Sigurd gehen. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Ich muss sagen, ich halte jetzt nicht so übermäßig viel von ihm. Vielleicht ändert sich das noch, aber momentan traue ich ihm irgendwie nicht. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Faunberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Sag das nicht so, der Mann ist auch schon ein bisschen älter. Bis zum Ende kann schneller sein, als du denkst. Randvi, die Frau von Sigurd. Somit werden wir wahrscheinlich nie mit ihm anbandeln. Randvi! Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Ach, Metatem finde ich gar nicht so schlimm. Da geht's Schlimmeres. Ah, wir können uns hier hinsetzen. Ah, guck mal, Alvis. Unser Spottstreitfreund. Mit dem werde ich auf jeden Fall auch noch sprechen. Hallo, mein Freund. Du bist Basim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du kein Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Basim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Nana. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. Okay, Entschuldigung. Die beiden Assassinen, mit denen wir auf jeden Fall reden müssen. Heitam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Basim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Theklas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Heitam. Heitam! Heitam Kenway. Schon der zweite Heitam in diesem Spiel. So, und nun zur Hauptquest. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken.
Auf meine erste Nacht in Thornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende mettrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du hörst mich nicht los. Und jetzt trink. Let's go. Du würdest selbst Thor beschämen. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Du machst aus allem einen Wettbewerb. Das ist starkes Zeug. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Die versteckte Klinge. Na Gott sei Dank. Wie wunderschön. Sieht harmlos aus. Hey, sieht beleidigt aus. Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Kein Missgeschick. Tradition. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Da haben wir sie. Happiness. Euer Clan. Hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Wunderbar. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Manche Ziele sind zäher. Okay, da muss ich hochklettern, genau. Greif dieses von der Kante aus. Von der Kante aus. Ja, das hatte ich vor. Wow. Ach so, an einer Kante hängst. Okay. Moment. Nein! Häng doch einfach da! Kind! Jo, ich hänge. Kann ich das jetzt...
Kannst du versuchen, einen Attentat auf einen Gegner über dir? Ach nee, über dir. Entschuldigung, das ist über mir. Aha, warte, da war was. Hallo? Steuerung. Würdest du bitte mal funktionieren? Funktioniere, Steuerung, bitte! Naja, gut, dann nicht. Da muss ich jetzt erstmal hängen. Ach, hier oben muss ich hängen. Okay. Das kann ich. Das kriege ich hin. Glaube ich. Na, wo ist er denn? Ach, da ist er. Oh. Geh hier erstmal ein bisschen spazieren. Haha, hoppla. Okay. Ja, ganz genau so. Okay. Das konnte ich. Hier wär's mit einer Herausforderung. Spring von oben auf das Ziel. Okay. Das kriege ich hin. Luftattentate sind toll. So. Sind wir jetzt durch? Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesen Häusern an. Erledigt. So ein Tutorial gab es das letzte Mal im zweiten Teil, oder? Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Perfekt getroffen. Du führst die Klinge gut. Danke. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Aber ich hab grad so Spaß. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Aber ich hab Spaß. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Er will uns also zum Assassinen machen. Okay. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi. Und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruhe dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Das werde ich tun, alter Freund. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Nein, du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal! Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Scheiße! Kjötvis Krieger! Wenn der Allvater es konnte, dann können wir es auch. Wir können gegen unser Schicksal ankämpfen. Wir kommen nie allein. Ich muss die anderen finden. Okay.
Toll. Flieg, Freundin. Was sind die? What? Dort ist das Gebiet. Dort müssen wir hin. Dort werden wir uns um die Krieger von Kyrtwi kümmern. Also hier habe ich bisher noch nichts gefunden. Also. Manchmal ist es das Beste, Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Spüre mit Hilfe von Odins Sicht Gegner in der Nähe auf. Wenn du in ihrer Nähe versteckt bist, kannst du sie anlocken, indem du pfeifst. Wir können Kyrtwi von den Landschiffen berichten oder in den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Brauche ich nicht. Hast du da gerade gegen den Baum gepinkelt, Uschi? Sigurd muss davon erfahren. Okay, aber zuerst... Was haben wir hier? Kjötvis Anweisung. Sage mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Krieger, Vorräte. Vermerke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bringe in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht. Kjötvi. Okay... Und nun müssen wir Sigurd Bescheid sagen. Wir outgekundschaftet werden. Herzelein, lern erst reden. Aber nicht, dass wir jetzt Sigurd und Randvi jetzt stören oder so. Das möchte ich nicht. Okay, here we go. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kyrtwi... Wir haben nicht die Leute, um Kyrtwis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kyrtwi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netherfall, dem Walfängerdorf in Kyrtwis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kyrtwi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Er ist schon ein kleiner Feigling, oder? Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Oh, er hat eine ganz hohe Meinung von ihr. Nicht. Tja, nun. Kyrtwis Vorräte plündern. Ah. Ich würde beinahe behaupten, wir machen heute mal einen etwas kürzeren Part. Dann werde ich hier nämlich noch ein paar Sachen erledigen. Ein paar Sachen bekundschaften, erkunden. Und dann werden wir uns im nächsten Part um Kyrtwi und seine Vorräte kümmern. Und zwar in Böses Erwachen. Kapitel 3. Eivor und Sigurd lassen Kyrtwis Lande bluten, um ihn für einen letzten tödlichen Kampf hervorzulocken. Das wird also das Ende sein. Das wird der Moment sein, in dem wir uns rächen können. In dem wir uns rächen können für den Tod unseres Vaters, für den Tod unserer Mutter und all dem Leid, das er dem Land zugefügt hat. Das hier wird der Beginn sein von einem neuen Rykjafylki. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wir sehen uns also im nächsten Part, wenn es wieder heißt
Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Ciao.